Stream heute Abend auch natürlich. Um 18 Uhr wird wieder gestreamt. Verschiedenste lustige Dinge werden im Livestream passieren. Unter anderem das hier. Meine Axt! Tobi, Ende ist! Hör auf, meine Axt! Gib mir meine Axt! Hey, meine Axt! Ende ist los! Auf, bitte, Ende ist! Digga, du hast schon 600 Bilder abgebaut. Mach das anders! Viel Spaß jetzt mit diesem Video. Dankeschön. Wann fange ich eigentlich an, mir Mühe zu geben für diese gottverdammten Videos und überhaupt, was ist mit meiner Facecam wieder los? Und mit diesen wunderbaren Worten herzlich willkommen zu diesem tollen Video, meine Freunde. Heute schauen wir uns was ganz, ganz, ganz Besonderes an und zwar deutsche Memes. Deutsche Memes, die allerdings so absurd und random sind, dass nicht mal ich sie verstehe. Und ich kann euch auch nicht erklären, warum ich hier wieder Kopfhörer an habe. Ich gucke mir Bilder an. Bilder haben im Regelfall keinen Ton. Gut, fangen wir an mit dem ersten Bild. Wir sind heute im Subreddit Okay Brudi Mongo unterwegs, dem deutschen Äquivalent zu Okay Buddy Retard. Das ist ein Reddit, welches mit ganz besonderen Memes aufwartet und auftritt. Wahrscheinlich werde ich jetzt von dieser Community hier zerlegt werden, weil ich darüber ein Video gemacht habe. Ganz ehrlich an der Stelle, ich habe es nicht anders verdient. Richtig. Gut, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Tobi hat mir diese Sachen rausgesucht, weil Tobi meint, es ist absolut tammwitzig. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal ganz kurz. Danke für den Free Content an der Stelle. Ich küsse eure Augen. Checkt gerne das Subreddit aus und ja, folgt da mal rein, wenn ihr Bock habt. Beginnen wir mit dem ersten Bild, meine Freunde. Hier haben wir tatsächlich... Hallo, was hast du uns Schönes mitgebracht bei Bares für Rares? Winra, Bruder, das ist... unnormal rar. Okay, alles klar. Ich sehe schon, wo es hingeht. Das ist diesmal ich, IIL. Ich, IIL, Ludi hat es gepostet. Witziges Mai Mai, XXD, ja. Weil es ist ja rar und Bares für Rares. Und hier steht ja nur Bares für Rare. Und dann ist das Winra, was er mit... Ja, doch, ich musste schmunzeln. Nein, meine Coca-Cola, die wollte ich noch trinken. Der Weihnachtsmann hat wieder meine Cola geklaut. Ja, man kennt's, oder? Also das ist auf jeden Fall... Also ich glaube, ihr seht selber schon, wo es hingeht. Es gibt so... Wieso sind das... Diese Herzen sind wie so Haare hier. Das ist sau weird einfach. Wie so Lockenwickler von so einer alten. Ihr merkt vielleicht, dass der Großteil dieses Humors sehr speziell ist. Und entweder kann man darüber lachen und hat eine geistige Behinderung wie ich. Oder man kann nicht darüber lachen und hat ein komplett normal funktionierendes Gehirn. Ich an der Stelle kann über sowas leider Gottes mittlerweile lachen. Der Tweet unter mir ist eine Lüge. Alberto, Kackerballon. Ja, danke an der Stelle für der echte Alberto. Alberto, gottverdammter Ehrenmann. Schaut an der Stelle auch in Young Mo Kuba, der Riesenfan von Alberto ist. Ich übrigens auch. Ich kriege regelmäßig die neuesten Tweets von Alberto zugesendet. Alberto, mach dein Ding, Alter. Ich freue mich über weiteren Retalk, über Blumen und weitere Dinge. Ja, gut, der Tweet unter mir ist eine Lüge. Kackerballon, würde ich sagen, ist keine Lüge. Tatsächlich ist Kackerballon komplett real und man muss sich in Acht nehmen. Vollkornbrötchen, was hat es vor? Oh Gott, Junge. Mann, Alter. Ein Vollkornbrötchen. Akani, das ist das, was ich gerade mache. Damit verdiene ich das Geld, damit du essen kannst. Du musst einfach lernen, dass du nicht immer spielen kannst, wenn ich Videos mache, okay? Ich setze dich jetzt ab, du machst Sitz, mach Sitz. Fein, und jetzt bleibst du da, okay? Und ich guck mir das an. Ja, ein Vollkornbrötchen. Ist witzig, weil der kippt halt Korn in das Brötchen rein. Und die Frage ist, was hat es vor? Ja, es ist, halt, es ist ein Brötchen. Also, was soll ein Brötchen? Nächstes Bild. Wendlertreppe. Wendlertreppe. Wer wird sie als erstes herunterfallen? Ja, ich hoffe Oliver Pocher an der Stelle. Asch, Arm gebrochen, egal. Ja, so sieht's aus, Leute, an der Stelle. Grüße an der, in diesem Moment an Melanie Müller oder Lisa Müller oder Luisa Müller, die Freundin, egal. Egal. Kuss. Ich habe mir gestern dieses Wendler-Duell im Fernsehen angesehen, meine Freundin. Muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir dafür das TV-No-Abo auf jeden Fall hätte sparen können. Ich möchte diese verlorene Lebenszeit zurück. Eine Wendler-Treppe, nehmt euch in Acht, die sind sehr gefährlich und haben meistens kein Geländer. Ich wollte jetzt noch so einen stumpfen Witz bringen, wie die Wendler-Treppe geht nur runter. Die Wendler-Treppe kennt nur einen Weg und zwar nach unten, außer bei der Steuerlast, aber den hätte ich mir dann an der Stelle mal sparen sollen. Angel Merkel, wenn sie Penis in Bundestag sackt. Ja, genau. Angela Merkel, wenn sie Penis im Bundestag sagt. Genau das ist die Reaktion. Ich wüsste nicht, wann Angela Merkel überhaupt mal Penis im Bundestag gesagt hat, aber genau das ist... Also ihr merkt, da ist einfach... Der Witz steckt einfach darin, dass es irgendwie... Ja, ich finde es trotzdem sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, vielleicht stimmt doch mit mir einfach irgendwas nicht. Genau. Wie hat er die Vorhaut abbekommen?
Abbekommen, ja, abbekommen. Wie hat er die Vorhaut abbekommen? Ja, Nintendo Wii. Das ist die Nintendo Wii Vorhaut, meine Freunde. Die kann man bei einer Schneidungszeremonie tatsächlich verlieren. Da muss man vorsichtig sein. Ist ganz wichtig für Protection, allein wenn das Ding in den Fernseher reinkracht. Kann ich euch nur empfehlen, behaltet eure Wii Vorhaut. Ja, der Witz ist halt Wii. Ich muss die Witze nicht erklären. Ich glaube, ihr seid selber in der Lage und habt eine IQ von über 40, oder? DMW, der Moment, wenn. DW, der Witzler. Ach, Alter. Den Spieler Jerome Boateng ausgespielt hat, damit Schland 2014 WM-Europameister wurde. Jerome. Ja, der Witzler, das ist der Joker, weil der Witzler ist ja im Deutschen übersetzt, ja. Das ist so passiert, genau. Das ist so passiert. Jerome Boateng hat auch 2014 bei der WM in Europameister für Schland nicht gespielt, sondern für das Gegnerteam. Manche Sachen verstehe ich ehrlich gesagt. Bin ich ehrlich, verstehe es nicht. Wiener Schnitzel, aber ohne Soße. Wiener Schnitzel. Ich hab Schnitzle gegessen. Ja, das finde ich wieder lustig. Ich weiß nicht, warum ich das lustig finde, aber mein Humor ist genau mittlerweile auf diesem Level und vielleicht ist da auch irgendeine psychische Krankheit zu diagnostizieren. Vielleicht sollte ich mich einfach in eine Therapie begeben, wer weiß das schon, keine Ahnung, aber ich finde sowas witzig. Aber ohne Soße, ganz wichtig, genießt euer Schnitzel nur ohne Soße und Saß. Meine Bewerbung im Fitnessstudio. Wenn du ein Kind bist und deine Windeln scheißt, wenn du erwachsen bist und im Stehen scheißt, wenn du schon viel gescheißt hast und als Bauchmuskeltraining giltet. Ja, so ist es, meine Freunde. Ich habe sehr viel gescheißt und deshalb habe ich ein extrem krankes Sixpack. Ja, eine Bewerbung im Fitnessstudio, ja. Ich weiß nicht. Eine Sache verstehe ich nicht. Kann mich jemand aufklären? Irgendeiner meiner Community wird es kennen. Was ist Brü? Weil ich brühend heiß, hot, weil es heiß ist, weil es gerade hot ist. Es gibt ja auch Reddit hot und trending. Ich kann es mir nicht erklären, keine Ahnung. Einmal mit alles, Frau Meckel. Nein, ohne Zwiebeln. Was ist denn das, Alter? Gibt es diese Bilder wirklich, wo Merkel Döner schneidet? Ist das real? Ist das wirklich ein Ding? Also jetzt mal real talk. Ist das wirklich ein Ding, dass Angela Merkel einen Dönerspieß bearbeitet hat? Oder ist das an der Stelle einfach nur eine große Freude für Mehmet gewesen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber ich würde mir von Angela Merkel gerne einen Döner geben lassen, tatsächlich. Also das doch, ja. Mamer hat gesagt, dass das sei keine Peniswachstasse. Was? Peniswachstasse. Peniswachsstraße. Mama verbietet. Also ich glaube, der Witz ist, dass man da seinen Schwanz nicht reinstecken soll in den Anspitzer. Was ich komplett denyen kann, weil ganz ehrlich, meine Freunde, wenn man den so ein bisschen anspitzt, das ist fürs Liebesleben tatsächlich komplett tödlich. Macht's nicht. Ich hab's hinter mir. Deshalb haben Jody und ich uns getrennt. Wenn sie nicht das Brühheim-Fußball-Schwand-Tattoo hat, werde ich nicht zum Geschlechtsverkehr einwillen. Ja, so ist es, meine Freunde. Also, wer nicht das Brühheim, was auch immer Brühheim ist, Geschlechtsverkehr, das Gewandtattoo hat, da wird nicht zum Geschlechtsverkehr eingewillt. Ja, das eingewilligt. Ich verlerne einfach Deutsch. Ich meine, ich habe Kopfschmerzen bekommen. Ist das normal? Scheiß drauf, vögelnde Insekten. Ja, ganz genau. Unnötige Scheiße. Hier oben nochmal der Tag, ganz wichtig. Unnötige Scheiße. Scheiß drauf, vögelnde Insekten. Ja, interessant und ich glaube, das ist eine metaphorische Kunstform, auf der wir uns hier bewegen. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist auf jeden Fall sehr tiefgreifend und lässt mich nachdenken und reflektieren. Lässt mich nachdenken und reflektieren, ob ich vielleicht meinen Job wechseln sollte oder einfach wirklich, vielleicht einfach hier Rente, also quittier. Vielleicht ist es an der Zeit, jetzt einfach zu gehen. Wenn du furzen magst, wirst du Mann, ist aber wahr. Wenn man furzen liebt, wird man scheißen lieben. Ja, es ist so. Wenn du furzen magst, wirst du scheißen lieben. So. Oh, ich hab mir in die Hose gefurzt. Diese scheiß Emojis da oben, Leute. Bin ich der Einzige, der das witzig findet? Darüber lacht man nicht, das ist Kunst. Das ist Gesellschaftskritik. Scheiß drauf, Quare. Scheiß drauf, Kelor. Ja, gut. Der ist jetzt für mich nicht so stark gewesen. Sagotan, Mama, ich hab Angst. Das 1% Corona, wo überleben tut. Ja, da ist es. Dieses 1% Corona, was tanzt. Das, was ich wahrscheinlich eingeatmet habe, Alter. Real Talk, ich bin ja Freitag im Livestream einfach fast zusammengeklappt. Keine Ahnung, was ich habe. Ich glaube, ich habe kein Coronavirus. Ich war Freitag ja beim Arzt. Mittlerweile geht es mir wieder ein bisschen besser. Mac Fitty hört Penismusik. Kühl, Penismucke. Ja, Herr Fitty, was höret er? Ja, scheinbar, es gibt dieses Meme zwischen Penismusik und Vagina-Dubstep. Ich habe es auch noch nicht ganz geblickt, aber scheint so ein Ding zu sein. Ich finde es auf jeden Fall kühl, dass der Penismusik hört. Das finde ich unterstützenswert. Ich würde es feiern, wenn McFitty Penismusik produzieren würde. Dida, neue Sendung auf ARDL2. Coronavirus offen Casting Call. Wenn du gewinnst, musst du sterben. Ganz ehrlich, ich würde so gerne teilnehmen. Coronavirus offen Casting Call. Deutschland, Coronavirus offen Casting Call. Wenn du gewinnst, musst du sterben. Sterbem.
Ja, ich würde mir wünschen, ich würde meinem Homie Pietro Lombardi an der Stelle bitten, einfach einen Mundschutz anzuziehen. Ansonsten, tolle Idee, vielleicht kann ich ihm das mal pitchen. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee, oder Pietro? Hey, Google, wir steigen durch. Wir sehen Peter Griffin. Hey, Google, zeig Birne. Halt's Maul, Mann! Ich hab... Hier das Wesentliche laut Wikipedia. Birnenhonig, auch Birnenkraut, Birnendicksaft, Birium oder... Hey, Google, zeig Birne. Bitte sehr, Peter. Das ist Apfel. Google, traurig. Ja, gut. Alles klar. Ja, nee, es ist, ist das überhaupt ein Apfel? Ist das nicht eine Naschi-Birne, die Apfel und... Ich halt mein Maul einfach. Ich will hier nicht als Großkost dastehen. Halt, stopp. Ich brauche den Maggi. Den Maggi für Oma. Ja, verstehe ich. Ist mir auch schon sehr oft passiert. Oma erkennt keinen Spaß. Mhm. So sehe ich das aber auch, Leute. Das ist das Ding. Mittlerweile mein komplettes Team und mein Management kommunizieren nur noch über so eine Sprache. Ich weiß nicht. Ich habe echt Angst, dass ich irgendwann eine Business-Mail schreibe und dann nur noch so ein Emoji zurückbekomme. Ein Hai im Museum. Wem wird er essen? Ja, hoffentlich niemand. Das klingt nämlich gar nicht gut, wie hier oben steht. Ja, das ist richtig. Es gibt welche, die sind gut und es gibt welche, die sind nicht so gut. Unsere Veteranen dienen unserem Land. Like, wenn du geweint hast. Tatsächlich, die Bundeswehr in Deutschland sieht genauso aus. Wir haben alles Schwämme mit einem G36 Sturmgewehr. Ja, ich hab kurze Tränen, habe ich verdrückt. Oh nein, Bobs der Baumeister wurde mit Coronavirus Kreatin ins Blut angehalten. Wie soll er jetzt heilen? Das Bußgeld trotz Schulden. Schuld. Warum ist Bobs Gesicht falsch rum? Ja, wie soll Bob nun seine Schulden bezahlen? Das ist die Frage, wenn er im Coronavirus und mit Kreatin im Blut angehalten wurde. Ja, Bob, mach dir mal da Gedanken. Ich glaube, aus dieser Sucht, das kannst du nicht schaffen, mein Freund. Und das war's an der Stelle auch schon, meine Freunde. 13 Minuten purer Cringe, knackig runtergeschnitten auf 10 Minuten, damit die Werbung hier nochmal rein scheppert. Ich bin an der Stelle raus und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr heute Abend im Livestream vorbeischaut. Dann können wir da nämlich noch mehr lachen über mein anstehendes Coronavirus. Ich lasse auf jeden Fall hier an der Stelle nochmal verkünden, dass mindestens 32% hier keine Abonnenten auf diesem Kanal sind. Also subt mal rein, mal locker. Ich bin an der Stelle raus. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.